170 Kilometer lang, 200 Meter breit und Platz für bis zu 9 Millionen Menschen. Das ist The Line. Das fulminante Projekt des saudischen Könighauses soll die Ölabhängigkeit des Landes verringern und Bewohner ausschließlich mit erneuerbaren Energien versorgen. Die Wüstenstadt aus Glas, die nach Science Fiction aussieht, soll bereits ab 2030 Realität werden. The Line ist Teil des futuristischen Stadtentwicklungsprojektes NEOM im Nordwesten des Landes und ist eine der tragenden Säulen der Vision 2030, wo es neben der Transformation der Gesellschaft auch darum geht, die Wirtschaft breiter aufzustellen und zu diversifizieren. Das Gesamtprojekt NEOM umfasst neben The Line auch noch andere Teile, wie jetzt beispielsweise die Hightech-Industriezone Oxagon oder den Tourismusbereich Trojena. Weltweit gibt es immer mehr Ideen, wie eine Stadt der Zukunft aussehen kann. Mit NEOM in Saudi-Arabien entsteht mit 170 Kilometern definitiv die längste Stadt der Welt, die nach außen hin komplett verspiegelt wird. Im Inneren soll es kühle Gärten, aber auch einen unterirdischen Hochgeschwindigkeitszug geben, der die Bewohner von einem Ende zum anderen befördert und das in nur 20 Minuten. NEOM soll bis 2026 Platz für circa eine halbe Million Menschen bieten und bis 2030 dann circa 2 Millionen Menschen. 2045 in der finalen Phase sollen dann schon 9 Millionen Menschen dort leben können. Für 2024 ist außerdem der Börsengang des Projekts geplant und das soll ca. 250 Milliarden einbringen. Das gesamte Budget für das Projekt beläuft sich auf 500 Milliarden US-Dollar und neben lokalen Investoren sucht man hier natürlich auch internationale Investoren für dieses Projekt. Die erste Bauphase des Projekts soll 319 Milliarden Dollar kosten. Etwa die Hälfte davon soll über externe Geldgeber kommen. Mit diesem Megaprojekt will man den Wirtschaftsstandort Saudi-Arabien stärken und vor allem diverser aufstellen. Schon jetzt haben Firmen in Europa Großaufträge erhalten, um ihr Know-how in der Megastadt einzubringen.